Boah, das mit der 410 am Ausgang, das war. Ja. Gut, die letzten beiden Rennen. Ja, komm, wir machen doch gleich das letzte Rennen aus der Karriere. So, ja, klar. Und ich habe Status 9 erhalten. Weißt du, was das heißt? Was? Naja, du gehst jetzt auf Status 10 und dann ist das Hauptziel der Karriere schon geschafft. Echt? Ja, ja. Status 10 ist dann gleichzeitig das Hauptziel. Nevada 6. Also nehme ich wieder die A-Klasse. Okay. Wobei, ich habe ja so viel Vorsprung, ich könnte auch ein anderes Fahrzeug nehmen. Fahren wir mal ein anderes. Ja. Ein bisschen Abwechslung. Ist ja doof, dass du die DTM immer noch nicht gekriegt hast. Ja, kommt dann schon noch. So, welchen... Den W125 haben wir jetzt bekommen. Es war ein bisschen die verkehrte Strecke für den. Ja, definitiv. Den kannst du versuchen, mal in der Stadt zu nehmen. Für die Stadt nehme ich jetzt mal den... Den C21 bin ich glaube ich schon mal gefahren. Den SLK 32, den bin ich noch nicht gefahren. Ja, jetzt ist ja wirklich relativ egal, jetzt kann ich das ja genießen. Ich habe so viel Vorsprung, das ist egal. Habe ich dann auch so gemacht, da bin ich irgendwann aus 3 mit dem Pagode zum Beispiel gefahren und dann leider als Letzter geworden. Ich habe das auch immer so gemacht, die ersten Rennen super versucht hinzukriegen, dass man einen gewissen Vorsprung hat und die anderen dann halt mehr oder weniger zum Autos vorstellen. Ja gut, also ich bin da jetzt ein bisschen geläutet, wenn ich jetzt zum 8. Rennen noch merke, ja ich habe genug Vorsprung, dann kann ich das durchziehen, aber eigentlich bis Rennen 7 fahre ich jetzt Vollgas. Ja, da muss ich eine Strafe absitzen, weil ich stark abgekürzt habe. Ja, ging auch kaum anders. Also ja, es wäre schon anders gegangen. Ich hätte auch andere Optionen gehabt. So, dann einmal schön die Sitze verstauben. Was soll Nevada sein? Das sieht für mich eher aus wie Australien, aber okay. Ja. Auch Nevada hat offenbar Wüsten. Ja, auf jeden Fall. In welchem Bundesstaat liegt eigentlich Bundesstaat? In welchem State liegt eigentlich Las Vegas? Auch in Nevada. Ja. Ich dachte, wenn man nach Las Vegas fährt, der Rest ist eigentlich mehr oder weniger Wüste. Das ist ja auch so. Das ist ja eine recht trockene Gegend dort. UFO. Ja. Na, man hat das ja ein bisschen an dieses Area 51 angesiedelt, deswegen. Ja. Wegen der Wüste. Genau. Ja, macht Sinn. Wobei man bis kurzem ja eigentlich gar nicht mal wusste, ob Area 51 überhaupt existiert. Ja, es ist ja eigentlich nur ein Planquadrat, aber es weiß halt keiner, was da drauf ist, weil das Sperrgebiet ist. Ja gut, ich glaube, die Amerikaner haben erst gerade vor kurzem irgendwie bestätigt, dass Area 51 wirklich gibt. Aber was da natürlich drauf gemacht wird, das haben sie nie nicht verraten. Sie haben einfach gesagt, ja, Area 51 gibt's. Soweit ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, ich könnte natürlich auch noch gleich einen Versuch für die längste Fahrt auf zwei Rädern aufstellen. Woodward kann einpacken. Ich habe keine Ahnung, wie lange es die längste Fahrt auf zwei Rädern gedauert hat. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich einen gesehen, der ist die ganze Goodwood Hill Climb Strecke auf zwei Rädern gefahren mit so einem Range Rover. Gott, das arme Auto. Ja gut, der Hill Climb ist auch nur etwa 1,7 Kilometer, wenn überhaupt. Also nicht sehr ein langes Event, aber ist trotzdem ziemlich berühmt. Gibt's auch in Gran Turismo 6 diese Strecke? Ja, und den gibt's auch in Dirt Rally. Da gibt's den ja einmal gemischt, einmal nur Asphalt und einmal nur Sand. Der Stau. Echt? Ja. Und da hast du auch so direkt so eine Meisterschaft, die du da fahren kannst mit so hochfrisierten Fahrzeugen, die mit Controller irre schwer zu fahren sind. Weil das Spiel richtet sich ja dann doch eher an Lenkradspieler. Das wäre also was für dich. Hast du das Spiel? Ja, ich hab das Spiel. Bist du dir wirklich sicher, dass es Goodwood ist? Und nicht irgendwie Pikes Peak. Ja, von Pikes Peak habe ich aber nicht geredet, sondern von Goodwood. Und Goodwood ist ja mehr oder weniger nur eine Showstrecke. Nur ein kleines Hillclimb-Event. Und ich habe ihn gerade verloren. Vielleicht kein Internet mehr oder so. Nee, ich bin da. Ah, ich habe dich ja noch kurz nicht mehr gehört. Es hat bloß gerade gehockt. Es hat bloß gerade ein bisschen geleckt. Okay. Oh, der technische Abschnitt wieder. Da sollte ich eigentlich mit dem SLK aufholen können, aber ich habe da die erste Kurve ein bisschen übertrieben. Kann man auch so machen. Okay, der letzte Abschnitt ist wieder relativ technisch, das könnte man also vielleicht noch aufholen. Ja, dass es vielleicht noch aufs Podium geht. Die schwächeren Varianten des SLK sind noch relativ gut zu fahren gewesen, aber diese Variante geht auch, aber ist schon deutlich schwieriger. Aber es hat die AMG-Version. Die AMG-Version ist immer sehr leistungsstark. Den SL65 gibt es hier aber noch nicht in diesem Spiel, oder? Weiß ich nicht. Also so Modelle bis 2002, 2003. Okay. Und bist du ja schon Zweiter. Gewesen. Hab's ja nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe die Meisterschaft ja eh schon mehr oder weniger durch, das ist kein Stress hier. Naja, vielleicht kannst du da wirklich am letzten Abschnitt doch mal was gut machen. Ja, vielleicht, aber das muss jetzt alles klappen. Viel Zeit habe ich da nicht. Aber ich habe ja schon einige Rennen noch in der letzten Kurve gewonnen. Ah, aber jetzt sind die ersten beiden ganz schön weg vorne. Aber stimmt, da habe ich auf diesen Staubabschnitt doch irgendein Fahrzeug genommen, was dafür eigentlich gar nicht geeignet ist. Ja,
Noch. Ja, Arsch, das war's wohl. Das war's. Ja, der Staubabschnitt mit diesem Auto ist natürlich alles andere als perfekt. Aber ich bin gerade froh, dass ich alleine zu Hause bin. Okay. Ich kann nämlich die Türe offen halten. Damit kommt viel mehr kühle Luft in mein Zimmer. Ist nicht so, weil ich irgendwie den Wunsch habe, da möglichst frei zu sein und alles offen zu halten, sondern einfach, es ist viel kühler so. Das ist also relativ praktisch. Jetzt bist du aber schön wieder vorgestoßen. Schikanen sind immer irgendwie was, wo man aufholen kann. Ja. Das ist aber in sehr vielen Rennspielen so, dass die KI bei sowas dann Schwächen hat. Ja, schnelle Kurven sind meistens kein Problem und Schikanen sind dafür meistens ein Problem. Manchmal ist es umgekehrt und manchmal sind schnelle sowie Schikanen ein Problem, aber dafür zum Beispiel mittelschnelle Kurven oder langsame Kurven ansonsten nicht. Kommt halt immer drauf an. Blocken auch ziemlich gut hier. Ja, das stimmt. Für die damalige Zeit ist die KI da echt intelligent. Sehr schön. Ja gut, dann kriegst du den wahrscheinlich nicht mehr, aber zweiter wirst du auf jeden Fall. Na oder? Aber es kommt keine, glaube ich, keine Kurve mehr hier. Keine oder? Wie war denn was? Ich glaube, hier kommen keine großen Kurven. Doch, da vorne, stimmt. Da war noch eine. Da schon gesagt, so technisch vielleicht. Ah, oh, ist das denn schön geblockt? An der richtigen Stelle, ja. War eigentlich nicht mal absichtlich, der Block. Ah, der schluckt dich jetzt aber nochmal, oder? Nö. Nee. Ja, das war wieder mal eine spannende Schlussphase im letzten Rennen. Ja, mal wieder hat mich die Schlussphase gerettet. Der Schlussabschnitt. Oh, 0,3 und der andere 0,7. Ja, das ist nicht viel. Und damit ist diese Meisterschaft auch erledigt. Jo. Jin und Joko hat fast noch geschafft, hier auf Jin aufzuholen. Und schau dir mal den Vorsprung an. Jawollo, das bringt natürlich wieder mehr Erfahrung, um weiter in Richtung nächsten und wahrscheinlich letzten Status vorzustoßen. So. Also 47% Platzierung, 44% Erfahrung, 40% Fahrleistung, 43% wow. Geschicklichkeit, 42% Fairness und 55% Fahrdisziplin. Okay. So, wofür wirst du vorgeschlagen? Testfahrerturnier. Das ist die nächste Meisterschaft oder was? Oder die höchste, die du jetzt fahren kannst, dann mach das. Die höchste, die ich fahre. Ja, ist die ich fahren kann, ist die einzige, die ich fahren kann. Ja, dann okay. Testfahrerturnier. Yo! The City 12, 3 Runden 22 Kilometer. So, guck mal, ob du neue Fahrzeuge bekommen hast. Eine Strecke habe ich eine neue bekommen. So. Fahrzeuge? Nee, keins. Ja, gerade bei der City wäre ja so ein DTM-Fahrzeug recht geil gewesen. Aber das hast du noch nicht. Aber das kommt, das kommt jetzt in der Meisterschaft. Du bist echt kurz da. Wirst wirklich mit. Es kann sein, dass nach der Meisterschaft, dass du dann schon den Status 10 hast. Ja. Also die Mission, du hast die Mission besser abgeschlossen als ich, deswegen bist du ja nochmal ein bisschen schneller im Spiel. Ich fahre mal den SL 55, auch ein bisschen Abwechslung, ne? Drei Runden, guck, es sind schon eine Gesamtlänge von 22 Kilometer, die Rennen werden immer länger. Ja, ich denke, ich fahre dieses Rennen noch, beziehungsweise ich spiele einfach noch bis 3 Stunden erreicht sind und danach. Ja. Ist
gut für heute. Da haben wir schon relativ viel geschafft. Auf jeden Fall. Damit ist schon mal die ganze nächste Woche ist voll. Also beziehungsweise die ganze Woche vom, was haben wir, vom 23. an ist voll. Das ist super. Machst aber nach wie vor täglich ein Video, oder? Zwei. Täglich zwei. Also merkst du, es ist schon ziemlich voll hier. Ja, aber kannst du es nicht streben? Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche Zeit habe, deswegen. Ja, kein Problem. Ich kann ja sonst eben noch ein anderes Projekt aufnehmen. Ist ja nicht das Entscheidende. Ach, die Strecke hier ist recht cool. Die ist recht chillig. Und sonst kann ich es auch so machen, dass ich so wie du das möchtest, dass ich hier einfach wow jeweils ein Video veröffentliche und das dauert dann zwei Wochen, bis das Ganze dann veröffentlicht wurde. Ja, dann mach das doch so. Dann muss ich halt noch ein Zusatzprojekt aufnehmen. Das muss ich aber dann jetzt diese Woche noch aufnehmen. Das, was du gestern angedeutet hast? Kann sein, ja. Das ist eines der Projekte, die mir vorschweben. Aber ich habe ja viele. Ich habe ja viele Konsolen, die ich noch in den Weg legen kann. Es ist halt wirklich darauf, wie ich gerade Lust habe. Das kann ich noch nicht sagen, wie ich Lust habe. Ich muss auch ein bisschen darauf schauen, was für Spiele ich habe und was für Projekte ich da auch starten kann. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was ich auf der PSP zum Beispiel machen könnte. Also vielleicht nie. Wow! Dasselbe wie bei mir. Das haben die bei mir auch gebracht. Da habe ich leider zu spät reagiert. Genau dasselbe hat die KI bei mir auch gebracht. Ja, böse. Der SL55 ist schon ein Biest. Hat ordentlich Power. Ja, es kommen nur noch so Fahrzeuge, die richtig Power unter der Haube haben. Aber zum Glück hat er auch entsprechendes Handling. Nämlich alles andere als schlecht in der Handhabung. Das ist doch schon mal gut. Was man von so einem Fahrzeug eigentlich gar nicht so wirklich erwarten kann. Es wiegt 1800 Kilo. Für mich sieht die SL-Klasse eigentlich viel leichter aus, als sie es in Wirklichkeit ist. Weil eben 2 Tonnen, das bringst du nicht einfach so weg. Noch extrem ist dann der SL65. Der hat zwar eigentlich 620 PS mit einem Turbolader, aber wiegt dafür auch 2,1 Tonnen. Das Gewicht spürt man. Das spürt man vor allem dann in Gran Turismo, wenn man ein Ausdauerrennen fahren will. Habe ich nämlich mal versucht, aber der hat seine Reifen so schnell verbraten, dass der schon nicht mehr nützlich gewesen ist. Und Benzin verbraucht hat er auch, wie blöd. Okay. Ach stimmt, ja, das waren ja so Events in den, ich habe ja dein Gran Turismo Let's Play auch gerne geguckt, wo du da wirklich so tanken musstest und das war schon nicht schlecht. Das Spiel, das hat einen geilen Sound und einfach nur eine geile Grafik.